Und wir, liebe Schwestern und Brüder, haben etwas Unglaubliches gehört. Denn wie soll man sich eine jubelnde Wüste vorstellen? Was uns der Prophet Jesaja hier im Kapitel 35 mitteilt. Wie sollen wir uns das vorstellen? Eine Wüste, eine Steppe, eine vertrocknete Landschaft, die jubelt. Aber so steht es hier beim Propheten Jesaja. Wie eine aufbrechende Blume plötzlich. Sie soll jubeln. Jubeln soll sie und jauchzen. Das wird etwas ganz Besonderes aus ihr. Wir wissen nicht, warum sie Wüste ist und warum sie zur Wüste wurde. Wir wissen nur eines: Die Gegenwart Gottes wird dieser Wüste geschenkt. Und das verändert alles. Diese Wüste, die hier blüht und jubelt und jauchzt, ist kein eingegrenzter Ort, an dem man sich zurückzieht, so wie ein Paradiesgarten, ein in sich geschlossener Ort, sondern das Entscheidende ist, dass in dieser blühenden Wüste, in dieser Jubel, im Jubel dieser Wüste, die, an die niemand denkt, die niemand sozusagen auf der Agenda hat, die Tauben, die Lahmen, deren Knie zittern und deren Hände schwach sind, dass sie dort wieder zu Kräften kommen, um einen Weg zu machen. Sie sollen nicht dort bleiben. Das ist nicht sozusagen so ein Hawaii-Urlaub auf immer. Sondern sie sollen stark werden, damit sie ihren Weg gehen können zum heiligen Zion hin. Das ist das Ziel. Zum Ort, wo Gott seinen Namen wohnen lässt. Wir lernen viel über den Advent auch unserer Tage. Es geht darum, und das klingt so selbstverständlich, Gott einzulassen, nach der Gegenwart Gottes zu suchen. Und diese Gegenwart ereignet sich mitten in der Wüste. Mitten in der Wüste seiner Kirche. Mitten in der Trockenheit seiner Kirche. Sie ereignet sich mitten in der Wüste meines Lebens. Sie ereignet sich dort, wo meine Knie zittern und meine Hände schlaff sind. Wo ich nichts mehr höre und nichts mehr verstehe. Wo ich wie gelähmt bin. Dort ereignet sich Advent Gottes. Man wird die Herrlichkeit des Herrn sehen und die Pracht unseres Gottes. Und als sei das noch nicht genug, lernen wir genau das, was es heißt im Evangelium. Was ist die Ursache? Hier werden wir tiefer geführt. Die Ursache für all die Versteppung, etwa auch der kirchlichen Landschaft, der Vertrocknung meines Lebens. Dass mir niemand die eigentliche Last wegnimmt. Sünde wegnimmt. Das, wo wir unglaubliche Abzweigungen für jede Form von Feuchtigkeit und Wasser in Kanäle hinführen, die alle nur im Ausguss enden. Alle nur in der Kläranlage, die keine ist. Abwasser. Und das eigentliche Leben vertrocknet. Die Kraft des Herrn drängte ihn dazu zu heilen. Die Kraft, die in Jesus ist. Die Kraft Gottes, die er repräsentiert, die aus ihm herausdringt. Und es ist der staunenswerte Glaube von Menschen, die das finden, mitten in der Wüste, etwa der Lähmung. Und sie tun etwas sozusagen spiegelbildlich zu dem, was Gott tut im Advent, der das Dach seines Himmels abdeckt und sich selber herablässt, als Kraft, als Feuer Gottes, als Licht, als Gegenwart, als Heilung, als Erlösung und Rettung. Und der sich dem Menschen vor die Füße legt. In einem Kind, in einem Futtertrog. Sozusagen spiegelbildlich dazu spüren diese Männer, die den Gelähmten tragen. Dort ist die Kraft. Dort jubelt die Wüste. In dieser komischen gelehrten Auseinandersetzung, die Schriftgelehrten führen. Die vollkommen an der Sache vorbeigehen, weil sie sich dieser Kraft verweigern.
Das heißt auch für uns, man kann in der Gegenwart Gottes stehen und sie nicht wahrnehmen. Man kann sich hier verschließen. Aber wenn man das Elend sieht, wenn man es denn annimmt und mit Gott in Verbindung setzt und nicht von ihm abtrennt, nicht von ihm wegträgt, sondern ihm zu Füßen legt, dann ist jeder Raum geschaffen, zu dem Gott in diese Welt gekommen ist, um zu retten, um zu heilen, um die erschlafften Hände wieder stark zu machen und die wankenden Knie fest, damit sie den Weg finden zu ihm.